Wo bist du? 20%? Ne, ich stehe hier 20 vor dir. erst. 27, 28, 29. 30. Weiß ja nicht, was er hier macht, also für was sie. Ich auch nicht. Der guckt das ganze Ödland mal an, so wenig ist das nicht, ne? War hier? Da cool. Sind überall so eine. Easy. Anklemmt, anklemmt, anklemmt und dann. Das sind, glaube ich, Gebiete, die man einnehmen kann einfach. Ich weiß nicht, ob man dann das spawnen könnte. Weil die meisten sind anklemmt, wie soll man sagen, sowas wie neutral. Ja. Und die anderen sind contested by Hop, das ist bestimmt ein Spieler. Könnte ich mir vorstellen. Apartment-Komplex, unclaimed und ist hart. Ich kann mir vorstellen, das kann man ein... Ah, oh, das bist du. Einnehmen. Das kann man das einnehmen, ja. Bei Easy sind vielleicht gar keine Gegner, das andere ist halt Apartment-Komplex hart, da sind bestimmt Gegner. Und ich denke mal, also, das ist, dann steht dann da bei... Wenn er eingenommen hat, bei dem zeigt das jetzt da, dass es abgezogen wird an Prozent und ich nehme das jetzt ein oder genau, wenn es voll ist, denke ich mal, steht da... Deswegen steht es ja da, Capturing. Steht dann da bei das Boom bestimmt. Und ich weiß nicht, was dir das bringt, ob du dann hier spawnen kannst halt vielleicht. Du kannst dir deine Spawn-Punkte setzen. Und bei diesem Hop... Ich bin jetzt bei 50% bin ich jetzt. Okay. Und bei Hop wird's bestimmt wird bestimmt gezeigt, dass das gerade eingenommen wird. Den kann man sich hier wahrscheinlich auch so schön verkämpfen. Ja, da war ich auch schon oben. Achso. Ah ja. Deswegen sind hier so Camp-Möglichkeiten oder sowas. Aua. Vielleicht. Na, wir lassen uns mal überraschen. Ich habe noch 40% vor mir. Okay. War auch schon hier oben, hier. Oh Gott, ein bisschen Schaden bekommen. Ja, ich bleib mal hier und warte mal, ist irgendwas passiert? Ach, rechts. Das ist seltsam. Rechtsklick Cell, die einzelnen Sachen geht echt nur nach Safe Zone. Ich dachte, das kann ich so jetzt einfach machen. Ach. Ich brauch da nur irgendwann mal was zu trinken. Außerdem habe ich eine Machete in der Hand und keinen Katana. Achso. Wie viel Damage macht die? 300 irgendwas, stand da. Hm. 375. 375. Ein satter Kilo. Krass. Krasse Scheiße. Wie weit bist du? Great stuff. 75% bin ich jetzt gleich. Okay. Ruah. Hab beschiss, dass der Typ auf einmal angehoppelt Ruah. Kommt. Deswegen ist der auch hopp. Naja, eben. Safe Zone secured. Der hoppelt halt wie Hase rum. Achso, das war Safe Zone. So, 78. 79. Da unten läufst du. Ja. Ja. 80. Wie geht das auf den Sack, dass ich Rechtsklick gedrückt halten muss? Ja. Dam, dam, dam. Wir haben einen Punkt zu vergeben. Oh, ich würde da mal übelst extrem auf Nahkampf gehen wollen. Stealth. Stealth. So, komm, wir gehen mal auf Survival ein bisschen, dass wir nicht so hungrig sind jedes Mal. Survival. 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 10. 9. 9, 8, 7. Hier sind aber auch keine Viecher, ne? Habe ich das Gefühl. Nee, nix, ne? Das scheint irgendwie bloß ein Capture the Flag Gebiet zu sein hier irgendwie. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Claimed by Hop, steht jetzt da. 100%. 100%? Und nu? Weiß ich nicht. 100%? Wenn du jetzt weggehst? Vor allem ich... Ach komm, lass erstmal weitergehen jetzt. Dann gehen wir weiter, gucken wir mal, wie laufen wir da lang. Kann ich eigentlich rüber über das Wasser oder sterbe ich dann instant? Ja, okay, 100% auf jeden Fall, ich hab's geschafft. Boom hat's geschafft. Ich hab 100% erreicht und... Ja. So, für was? Was ist denn jetzt hier mit dieser Güllewasser hier? Das was kann ich denn da jetzt machen? Also irgendwie ist... Das wirkt aber auch alles noch sehr buggy, als wenn das noch nicht so irgendwie fertig programmiert ist. Ich bin durchgelaufen einfach. Durchs Güllewasser. Ja. Bist du jetzt, mein Schatz? Ich bin links von dir. Irgendwo. Warte mal, ich muss mal drücken. Du bist da vorne bei diesem Gebäude. Ich bin ja über das Wasser rüber quasi. Da bist du, ich bin da, ich kann dich sehen. Ach, da drüben bist du. Hm. Der hätte ich. Der Otto ist eigentlich hier vor. Ja, claimed by Hop, jetzt ist es weg. Muss in Position. Bei mir steht das noch da, claimed by Hop. Ja,
Ja, 100%, ja, ne, was soll ich jetzt hier, ich versteh's nicht. Escort Mission Available. Okay, jetzt haben wir eine Escort. Ja, wenn das jemand sieht hier, vielleicht kann er uns ja das mal beantworten, was wir da hätte machen müssen. Ja. Vielleicht seid ihr ja schon weiter als wir. Geistig und so. Das so und so, das ist ja... Guck mal, wir können mal da runtergehen zum Apartmentkomplex Hart. Da werden wir wahrscheinlich sterben und dann können wir doch die Aufnahme beenden, aber da haben wir es wenigstens mal gesehen. Ja, ich komme. Hopp. Ach, Hopp. Bei Hopp. Hopp ist das Team, Mensch, wo wir sind. Du heißt ja Hopp, das Boom. Und Hopp, ach so, Hopp und du heißt Rico LP und Co. Das heißt, du bist bei Hopp und claimt bei Hopp. Das heißt, das hat uns, also dir, deinem Team quasi schon längst gehört. Das Einnehmen war eigentlich, wenn man so einen sinnlos... Das kann also nicht, das können nicht einzelne Personen einnehmen, sondern. Was ist denn hier? Das ist auch nochmal ein Schlafsack. Aufgemacht. Jetzt kann ich mich reinlegen, oder? Bei mir ist eine. Was war das? Batterie rausgekommen. Toll. Wahnsinn. Eine Batterie. Very useful for keeping bugs away. Das ist keine Batterie, das F of Insect. Irgendwas. Ja, Insektenkäfer fernzuhalten. Monster. Komm, ja komm. Du aller Spucker. Naja. Ist ja ganz schön pervers. Level 7, jawohl. Level 8. Ich glaube, ich war noch nie Level 7. Ich war noch nie Level 8. Ich war immer nur Level 1. Ja. Ganz, was so. Bringt mir das? Level 1. Allows a survivor to hold their breath. Achso, da kann ich mir Luft anhalten, das will ich nicht. The Fighter Skill, du kriegst Millistamia, das kostet 25% weniger Ausdauer, wenn ich hier also im Nahkampf abgehe. Allows the survivors to silently pick up items. Oh, ich kann lautlos Items aufnehmen. Oder die Crest is Hype Fire Spirit, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das. Pick up Items. Gehen wir hier mal weiter? Komm, wir gehen mal hier mal weiter einfach. Na, Items aufnehmen vielleicht. Da. Bin schon weitergegangen, ein Stück. Ah, in die Richtung, okay. Ach, da. Also in dem Gebiet macht sich's, glaube ich, sehr bemerkbar, wenn man View of Distance runtergedreht hat. Also hier ist das, glaube ich, schon ziemlich wichtig, die Reichweite der Sicht, des Sichtfeldes zu erhöhen, denke ich. Zu erhöhen. Zu erhöhen. Dass man so weit wie möglich sehen kann. Gucken kann. Das ist so neblig, ne? So das ist ganz komisch. Das Assi-Wetter einfach. Das kotzt mich übelst an hier. Das sieht so scheiße aus. Hier schon Wetter. Bitte? Hier schon Wetter, so in dem Sinne. Ich bin so und so, ich muss so und so bald sterben, ich hab eh nichts mehr zu trinken und so. Okay. Ja. Ich werd dann bald verdursten. Ja, dann sterben wir wenigstens ehrenvoll im Kampf. Ich versuche noch die 28 Schüsse vielleicht dann abzugeben, bevor wir das dann einnehmen. Weil das Apartment gehört niemanden. Normalerweise, wenn es niemanden irgendwas ein Gebiet gehört, dürfte es nicht so lange dauern, das einnehmen. Wenn es jemand anderem gehört, muss es ja quasi erst neutral machen und dann einnehmen. Das dauert ja doppelt so lang. Ja, wir gucken uns das mal an. Vielleicht, wenn da Hart steht, ne, vielleicht sind da noch irgendwelche Viechter oder so. Ja, irgendwelche Hardcore-Boys. Hardcore. Vielleicht Venga-Boys. Hier unten können wir was searchen. Unter der Treppe, wo wir gerade hoch sind. Das habe ich gemacht. Und da droppen Waffenteile. Na gut. Waffenteile, nichts Besonderes. Nicht. Okay. Ja, da vorne müsste es ja dann sein. Ja, warte mal, bevor du da reinrennst. Ah ja. Hm. Da ist er. Wo ist wer? Na du, da ist er. Du, ja, ja. Du bist da. Das stimmt. Uah. Sieht aus wie so ein kaputter Stadtteil hier, total. Ja, Apartmentkomplex nennt sich das Gebiet und... Wir versuchen es mal zu capturen. Ja, wenn das geht. Da oben du liegt hast was nachgeladen? Da oben liegt was auf dem Dach. Nee. Was nu? Da kommen wir nicht ran. Oh, ist das alles buggy, wenn man über die Hügel läuft und so. Man läuft teilweise durch die Hügel. Nee. Hier kann man unter die Map fallen. Ich bin unter die Map. Ja, das dachte ich mir. Das ist hier nämlich, wäre ich auch fast. Bin's? Hm? Bin es. Ich komme ja nicht mehr hoch. Scheiße. Doch jetzt. Da oben. Gott sei Dank. Alter, ist das buggy. Hilfe, jetzt schon wie ich in der Luft. Eieiei. Alter, die sollten das Gebiet mal lieber ordentlich überarbeiten, bevor die hier was raushauen, glaube ich.
Oh, ich krieg Schaden. Oh, 480 HP bloß noch. Mimo, mich selbst nicht ins Wasser gehen. Boah, das sieht ja erstmal 400 HP an. Ja, mal ein Knall. Was, das komische Seuchenwasser, oder? Ja, toll, ich komme da nicht hoch. Ich kann das nur von der Seite hier capturen. Ich kann das gar nicht capturen. Liegt vielleicht daran, weil ich in keinem Team bin. Bin ich hier wieder unten in unter der Erde? Aber wie kommt man denn da hoch? Verdammte Axt im Wald. Können wir hier rüber? Können wir da über die Treppen auf das Dach gehen wenigstens? Das mache ich mal. Vielleicht können wir ja von da aus, vielleicht kann man da irgendwas reißen. Ey, 480 HP, ey, scheiße. Ich habe auch bloß nur 600. Da oben ist auch was zum Looten. Auf den Dächern, den kann man übelst looten. Ich sehe das ganze Zeug. Wir kommen bloß nicht ran. Hier wird er unter der Erde. Ach, hier kommen wir ran. Komm mal her. Erstmal hier vollkommen unter der Map. Wir müssen hier ganz außen rum, dann über die ganzen Dächer laufen und dann kannst du da rüber, dann dahin. Und so. So, warte, jetzt, wo bist du? Auf dem Dach hier, oder? Hier, siehst du mich? Ach, da. Ja, ja. Komm mal hier hoch. Und von da aus können wir dann über diese ganzen Häuserdächer dann da rumlaufen. Okay, na, dann probieren wir mal unser Glück. Hm. Ist das spannend? Ja, dieses wunderschöne Ödland hier, super. Also muss ich das nächste Mal nie nochmal sehen, wenn wir spielen? Oh, ja. Jetzt, oh, das ist eine dicke, fette blaue Kiste. Finster hier schon, oder? Ja. Waffenteile. Hier in dem Haus runter? Na, Haus hoch. Und dann über die Dächer da überall laufen. Ja, na, weil hier sind auch Schränke zum Looten und so. Na, gut, ja. Gut. Ah. Not enough keys to unlock. Ah, brauchst du scheiß Schlüssel. Hier können wir auch runter. Haben wir hier auf dem Dach was Schönes? A Reaper, aha. Hier ist auch noch was zum Durchsearchen. Das sieht mir nach Medikisten aus, oder? Oh, Painkiller! Naja, wenigstens noch ein bisschen Geld mitgenommen. Painkiller, die nehme ich aber, die exig instant. So. Ein Kühlschrank, cool. Das darauf achte ich gar nicht, dass man ja hier mittlerweile auch richtige Gegenstände looten kann. Ich habe Essen und Trinken übrigens gefunden. Jetzt müssen wir hier rüber. Ich mein Trinken ist jetzt alle. Hast du was zu trinken mit, ne? Ich habe gerade gesagt, ich habe Essen und Trinken gefunden. Oh, jetzt nehme ich das Gebiet ein. Ach, du bist schon durchgelaufen komplett. Ja. Was denn? Dauert aber auch ganz schön lange. Okay. Da unter dir ist eine Kiste zum Looten. Wo ich mir nicht sicher bin, ob sich das lohnt, da runter zu springen. Oh, übelste Waffen hier und so. Also. Krass. Ich weiß nicht, ob ich hier runter möchte. Ich glaube nicht. Ich bleib mal hier oben lieber. Ich warte nur auf den Moment, wo ich durch das Dach einfach runterfalle, durch irgendeinen Glitch. Da ist eine Kiste. Ja, genau, die meinte ich. Ich würde jetzt trinken und essen und jetzt HP. Brauchst du jetzt trinken? Ja, wenn du was hast. Ich hab einmal irgendein so komisches Energy-Zeug. Ja, dann nehme ich das mal. Ja. Überlebe ich vielleicht noch ein paar Minuten. So, schauen wir uns mal die ganze Geschichte hier an. Waffenteile, Essen. Ich hab auch einen Haufen Waffenteile. Das ist natürlich doof, jetzt finden wir hier das ganze Zeug und ich krieg's nicht weg, weil ich hier kein Essen und Trinken mit hab, um wieder zurückzukommen früher oder später. Da kann man sich ja auslocken und dann die Safe Zone auswählen immerhin. So, das würde gehen, meinst du? Denke ich mal. Mit dem Zeug? Ah, du kommst dort jetzt auch nicht beim letzten Mal habe ich mich doch auch ausgelockt, da irgendwo bei diesem Loot-Drop. Achso, ja, stimmt, und hast da dein Zeug. Ja. Dieses Feuer, ich habe das Gefühl, da kommt irgendwann mal sowas, dass man das entzünden kann, dass man hier sowas wie eine eigene Safe Zone machen kann oder sich irgendwie hochheilen oder sowas könnte. Irgendwie diese Leuchtfeuer hier. Ja, ja. Ah, du bist jetzt da gefangen, ne, auf dem Dach quasi, ja? Bin ich, ja. Oder? Kommst du wieder zu mir hoch? Nee, ne? Komm ich nicht mehr, glaube ich. Ich kann halt hier runterspringen, dann bin ich wieder da, wo wir angefangen haben. Gar nicht instant schaden. Wollen wir uns hier auslocken einfach? Erstmal die Aufnahme beenden.
Hier, also ich habe ja, jetzt würde ich sagen, nochmal übers Ödland jetzt ewig ran, ich geb'n Bock. Nee, wir machen jetzt erstmal genau, eine Pausierung und dann schauen wir mal, wie wir hier weiterverfahren. Richtig, war wahrscheinlich jetzt so ein letzter. Oh, warte. Jetzt ein paar Minuten waren wahrscheinlich nicht so spannend, aber gut, kannten wir ja vorher. Laufen, nicht. Leute? Wo? Die töten wir. Wo denn? Sag mir mal, wo? Ach, da. Gott. Da drüber. Ich hab da nicht. Die sind offen, da drüben ins Haus. So, Leute, wir kommen zurück. Ich renn nochmal einfach ganz YOLO-like hier über die Dächer und versuch die mal zu picken. Schön bei Nacht, Ninja-mäßig. Hast du eine Schusswaffe? Ja, aber ich bin schon disconnected jetzt. Asti. Hast du jetzt nicht auf die geschossen? Nee, doch. Also, ja. Warnschüsse. Mhm. Ja, wir sind noch in der Aufnahme, Leute. Wir werden mal noch hier hingehen und sterben, ganz ehrenvoll. Ich will auch mal Leute töten. Ja. Hä, wo ist denn? Wo sind denn die jetzt hin? Jetzt bin ich ja leicht angespannt. Jetzt wisst ihr natürlich nicht, ob die sich jetzt einfach ausgelockt haben. Das ist natürlich auch wieder die Sache. Ja. Scheiße. Wo seid ihr? Sind die vielleicht darüber? Gehört das Gebiet jetzt eigentlich jemanden? Doch, tatsächlich. Bei Hopp. Gehört jetzt Hopp, das Gebiet. Ja. Die ist ja krass. Das wollen die jetzt bestimmt einnehmen. Die Säcke? Stalker, oder was die sind. Irgendeinen klaren Namen hatten die. Stalker, ja. Boah, Alter, manchmal kippt die Kamera so komisch, wenn man hier so über Kim und Korn zieht. Kümmel und Korn. Kümmel und Korn. Wo sind denn die? Rico, Skin Search and Destroy. Alter, ich hätte die gern noch. Ich noch gern mitgenommen. Nein. Ah, die waren ja auch da unten, haben wir sie irgendwo gesehen. Und die sehen, dass die jetzt unter der Map irgendwo hängen, dass die jetzt mittlerweile schon tot sind, ausgelockt, was auch immer. Ja, gut, wenn sie nicht wollen. Ich dachte, zum Ende können wir doch nochmal eine kleine Schießerei starten, aber. Beenden wir die Aufnahme hier. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.